Vielleicht hilft uns Mr. Mistopheles, der Kater, der zaubern kann. Hey, die Geister stehen in seinem Bann und keiner durchschaut, wie er es macht. All seine Tricks hat er selbst ausgedacht. Keiner hat, seitdem es Katzen gibt, die Schwarzkunst je besser als er geübt. Heute gilt er unter den Okkultisten als der Größte der Illusionisten. Das Wunder, der großen Magie ist Mr. Mistopheles Zaubergenie. Alle staunen, abracadabra, welch ein Kater, der wunderbare und magische Mr. Mistopheles. Er ist ruhig und nur klein von Gestalt. Er ist schwarz von den Ohren zu den Zehen und er kriecht durch den winzigsten Spalt. Er kann auf schmalstem Geländer noch gehen. Er verbringt jeden Tag jung und alt. Seine Kartentricks sind sehr gefragt. Und man darf nicht vergessen, dass er nach dem Essen noch im Haus die Mäuse verjagt. Au! Wenn es kommt, das schwimmt vom Tisch. Doch das ist erst der Anfang der Schau. Da lag eben noch neben dem Fisch eine Gabel, das weiß genau. Plötzlich ist sie verschwunden und ist nicht mehr hier. Später findet man sie in dem Miet vor der Tür. Thank you.
ist mein Mensch ganz wach. Kaum ein Kater ist stiller und scheuer, aber manchmal schreit er auf dem Dach, als er hier umgeben von Feuer. In der Tat, er gebietet stehen Feuer, wenn er oben ist auf dem Dach. Und wenn nicht auf dem Haus, brech es aus, darin liegt der klare Beweis. Sein als man ihn stundenlang rief, wo ihn sucht in Hecken und Bäumen, wo er doch nur lag und schlief. Jetzt hat dieser Kater, wer kann, ja der kann, 8 Kätzchen gezaubert ins Haus nebenan. Magische Mister, Mister Philipp.